Okay, go ahead. It's the Rock Hearts Festival. Yeah, and the band is Crippa. Yeah. Hey, it's Chuck Billy from Tesman. Watch Crippa on Rock Hearts. Rock Hearts Festival. Don't mess up. Unsere Abenteuerreise bis zum South Beach Hostel. Angeblich eines der besten 10 Hostels in Amerika. Armes Amerika. Zu unseren Zimmern muss man sagen, also die sind sehr praktisch eingerichtet. Man sieht das jetzt hier nochmal. Wir wohnen hier so ein bisschen wie, keine Ahnung, es ist irgendwie schlimmer als Jugendherberge. Also, was heißt schlimmer? Es ist weniger Platz als Jugendherberge. Es ist mehr so Army-Style. Es ist so scheiß laut hier nachts, dass man denkt, Sodom und Gomorra. Wir haben eine riesengroße Kakerlake gesehen und alle haben sich gefreut. Und deswegen habe ich mir die Ohrstöpsel bis ins Gehirn gerammt und deswegen meinen Wecker nicht gehört. Und leider kann man unser Fenster nicht aufmachen und deswegen wird es nachts ein bisschen stickig mit 6 Leuten da. Aber immerhin ist der Bus eine halbe Stunde zu spät. Und der Bus ist eine halbe Stunde zu spät. Das heißt, das ist immer schön für den Stress. Und wo fahren wir hin? Wir fahren in die Everglades. Ah, so. Um dort Krokodile zu bekämpfen. I'm trying. Guck mal, da sind ganz viele. Die sehen aber ziemlich gummimäßig aus. Chris und ich hatten gerade eine Schlange in der Hand und einen Airboard Ride haben wir auch schon hinter uns. Ich habe jeden Tag eine Schlange in der Hand. Ich meine, da hättest du wenigstens ein bisschen Mühe geben können, das so zu filmen, dass man nicht die ganze Zeit diese scheiß Zäune sieht. Achso, Entschuldigung, achso, hier ist auch Natur, wo denn? Realistisch nachgestellt. Warum macht ihr mich eigentlich an, wenn ich die Alligatorfarm filme, wie ihr lustige Sprüche macht über irgendwelche Krokodile, die sich nicht bewegen, aber du filmst letztendlich, wie wir die ganze Zeit eine gerade Straße runterfahren? Are you gonna die? Ja, ich denke so. Wir versuchen übrigens gerade einen Platz zu finden, wo wir irgendwie Burger essen können. Meine Idee, chinesisch essen zu gehen, kam nicht so gut an. Das geht. Es ist überall die gleiche Musik, egal wo man auf der Welt ist. Ja, bei uns haben wir einen gleichen Song, das meine ich halt nur. Ich kenne ihn nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Wir sind hier bei Johnny Rockets und haben gerade lecker Burger gegessen. Was ich sehr gut finde, ist, dass die hier gerade... Oh, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben hier Heizpilze neben den Ventilatoren, die eben noch an waren, bei einer ungefähren Temperatur von so 20 Grad. 25 Grad, ja, in der Sonne gefühlt deutlich wärmer. Finde ich cool. Du siehst schon wieder so fit aus. Das wird die ganze Zeit so weitergehen, das sag ich dir jetzt schon. Okay. Das, niemand hat gesagt, dass es Spaß macht. Das ist alles Arbeit. So, hier ist unser Bus. Moin. Morgen. Also wir fahren jetzt los zum Hafen. Und dann geht's endlich aufs Schiff. Uff. Jetzt geht's los. Ja. So, wir haben das Schiff gefunden. Oh, die Rettungsboote. Na toll, jetzt da so eine doofe Hecke. Das ist es. Okay, die Boote reichen niemals aus. Achso, jeder kriegt eine Luftmatratze und dann geht's ab. Okay, everybody. Okay, thank you. Thanks. You're welcome. And you guys have a safe trip. Thank you. Also, thanks. Okay, unser Gepäck ist übrigens mittlerweile weg. Ja, wir müssen das irgendwie da lassen, aber Andys Frau oder Andys Freundin ist da und sagt, sie kümmert sich drum. Naja. Okay. Thank you so much, man.
Wir stehen hier rum und warten, dass wir reinkommen. Langweilig. Die Security-Heinis sind da und so ein paar Bands sind auch schon zu mir angekommen. Was? Aber keiner weiß, was passiert. Und ob irgendwas passiert. Exodus haben sich vorgedrängelt. So, jetzt sind wir im Schiff. Das ist ziemlich cool. Es ist eigentlich ein Raumschiff. Aha, hier ist auf jeden Fall viel Raum. Das gibt es nur bei Kripper. Auf diese Kripper. Jetzt. Hast du gar gepasst auf der Wattekamera? Und der Bandweiser? Hast du gar gepasst auf der... Oh, yeah.